hier erkläre ich noch einen weiteren Schritt, beim, was ihr beachten müsst beim Motorsteuergerät einbauen. Ich betreffe jetzt speziell den Classico. Dazu mal reinzoomen. Ihr habt ja den Schalt, den das Kabel, das in die Hauptsicherung geht. Gelb ist Plus. Und beim Anschließen dabei achten, es kommt noch ein weiteres Kabel dazu, das rote. Die beiden kommen zusammen. Übereinander legen. Ansetzen. Gucken, dass sie beide in dieser Führung laufen. Dass sie hier. Ne? Hier sieht man es schön, den roten und die gelb. Ja, beide auf rot. Ansetzen. Werkzeug holen. Und festmachen. Niedriges Drehmoment. Damit die Schraube nicht runtergeht. Das machen wir gleich, wenn wir die Batterieschale einbauen. Des Weiteren haben wir noch einen Stecker. Das ist an dem Fall der Stecker hier. Dann tun wir die noch zusammen. Drauf. So, die kommen später. Und natürlich noch hier schwarz-rot. Auch schwarz-rot. Der Alarmanlage. Zack, drauf. Gucken, haben wir alles. Das sieht cool aus. Sauber verstauen. Und noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.